habe ich hier und da was. Howdy. Guten Tag. Guten Tag. Geht es Ihnen gut? Ich bin ein wenig nervös, aber ja, ja, es geht mir gut. Vielleicht möchten Sie mich, geht es ähnlich, vielleicht möchten Sie mich begleiten. Ich glaube, ich werde mir ein bisschen frische Luft gönnen. Gerne, gerne. Michael O'Hara, mein Name. Freut mich. Mia O'Neill. O'Neill? O'Neill? Das klingt nach einem irischen Namen. Kommen Sie aus? Korrekt. Der alten Heimat. Aus Dublin. Um genau zu sein. Dublin. Da war ich noch nie, aber mein Großvater, mein, erzählte mir immer viel. Oh. Gehen Sie ruhig vor, Miss O'Neill. Danke. Gerne. Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe das erste Schiff verpasst und komme hier zu spät und habe Sorge, dass mein Onkel nicht auf mich wartet. Ach, kommen Sie auch mit der Familie? Nun ja, er ist schon hier. Ich wollte mal die Welt sehen und dachte, ha, reisen wir mal in die neue Welt, werden dort Ärztin. Und da mein Onkel schon da ist, warum nicht nachreisen? Ja. Meine Kinder sind schon vorgereist. Na. Was machen denn Ihre Kinder, wenn man so einfach mal fragen dürfte? Schwierigkeiten, Ma'am. Was Kinder so tun, nicht wahr? Ach, Ihre Kinder haben Schwierigkeiten. Sie sind doch nicht kriminell, oder? Oh, Ma'am. Um Gottes Willen, wir sind gottesfürchtige Leute. Das kann ich Ihnen aber versichern. Meine Kinder machen keine Schwierigkeiten. Nicht in diesem Sinne, nicht mit dem Gesetz. Habe ich sie schon richtig erzogen. Oh, was soll ich Ihnen erzählen? Aber über meine Kinder rede ich natürlich gerne. Das ist Sean. Ein Junge, wie er im Buche steht, wie man sie nicht nur wünscht. Er hat gerade die Verantwortung. Shanna, meine. Naja, eigentlich macht Shanna immer alles, aber. Man das so sagt, nicht wahr? Der Herr im Haus ist nun mal der Herr im Haus und er wird einen Erben setzen und er wird dann das Haus führen, nicht wahr? Das hoffe ich doch. Aber schon wollen Sie einmal lachen? Gerne. Mein Onkel heißt Sean. Sean O'Neill. Sean O'Neill, nein, guter Name. Mein Großvater hieß Sean. Er brachte uns bei den Unruhen in Dublin, als gegen die englische Krone aufbegehrt wurde. Mhm. Einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaft. Guten Tag zusammen. Howdy. Guten Tag. Ma'am. Mister. Wie ist Ihnen beiden? Sie sehen ja schön aus, grün, schön gekleidet. Ich danke Ihnen. Nun, drinnen war es etwas stickig und das Schaukeln des Boots. Ja. Nicht sehr angenehm. Hier draußen ist es wesentlich frischer und besser. Ja. Verzeihung, wo sind meine Manieren? Michael O'Neill, darf ich vorstellen. Das ist. Ach, pardon, sehen Sie. Was? Sie sind Miss O'Neill. Ich bin Mr. O'Hara, ich glaube. Mister, geht es Ihnen nicht so gut? Ich glaube, ihm geht es gar nicht gut. Nicht zu sein, nicht. Verzeihen Sie den Seegang vielleicht nicht. Oh. Kommen Sie, Mister, kommen Sie kurz zur Seite, ja? Hier, warten Sie. Haben Sie etwas für mich? Ja, natürlich, meine Männchen. Mia O'Neill. Mia O'Neill, ja. Das ist Verzeihung, ein schöner Name. Ich glaube, es muss an dem Seegang liegen. Ich habe Ihren Namen gar nicht verstanden, Sir. Grimm ist mein Name. Captain Grimm. Sehr erfreut. Ja. Hier, ja, probieren Sie mal das. Hier rüber. Beißen Sie ruhig mal richtig rein. Oh,
Ja. Das hilft. Ja, das hilft auf jeden Fall. Naja, den Moment. Wenn Sie noch eine zweite brauchen, dann lassen Sie es mich wissen, ja. Danke. Sagen Sie, wissen Sie, wie weit es noch ist? Nun, Mister, schauen Sie da drüben, zu Ihrer Linken hier. Da sehen Sie Saint-Denis. Das Ziel unserer Reise. Ja. Jetzt werden Sie eine Sache bemerkt haben. Zwischen uns und Saint-Denis liegt ein ganzes Stück Wasser. Ist mir aufgefallen, Sir. Leider können wir mit dem Schiff gerade nicht näher heranfahren, da wir einen starken Tiefgang des Wassers haben. Deswegen sind wir auf ein Beiboot angewiesen, das die Passagiere vom Schiff zum Ufer bringt. Aber das Beiboot ist sicher und stabil im Wasser, Sir. Nehme ich an. Ja, ganz gewiss. Ja, absolut sicher. Ganz stabil. Gar kein Zweifel. Es ist doch noch nie jemand über Bord gegangen. Bis jetzt ist meine Familie immer per Landweg gereist. Quasi unser Familienmotto, wenn man so will. Wie kommt es denn, dass Sie auf See reisen, Mister? Wesentlich schneller und günstiger die Überfahrt, wissen Sie, dort. Dort vorne sind meine Kinder. Sean, Shanny und mein Bruder Ray. Sind schon vorgefahren. Verstehe, also ist Ihre Familie bereits hier? Ja. Ich dachte, das war ein Familienmotto, dass man... Ja, das Familienmotto ist die Luft zu dick. Ist woanders auch sehr schick, Sir. Verstehe, auch noch ein gutes Familienmotto. Haben Sie noch mehr davon? Dann nicht, haben Sie vielleicht noch eine Zitrone? Ja, ich werde noch... Lassen Sie mich schauen. Ja, da ist tatsächlich noch eine hier. Nehmen Sie sie. Wenn Sie ein Messer haben, schneiden Sie die Schale ein bisschen weg und dann essen Sie das Fruchtfleisch. Ein bisschen Polen, das beruhigt. Oder dann kann man ja Polen sehr ein bisschen, ja. Abholen. Natürlich. Ich habe da eine Frage. Haben Sie eine Ahnung, ob es hier eine Toilette auf diesem Schiff gibt? Natürlich. Wollen Sie mir sagen, Sie haben die ganze Überfahrt verklemmt? Ja, tatsächlich. Wir waren 3 Tage unterwegs. Das ist richtig. Nein, habe ich nicht, aber kommen Sie. Ich komme nicht mehr in das Zimmer rein. Es ist plötzlich, die Tür klemmt immer noch. Wie war nun nochmal Ihr Name? O'Neill, haben Sie gesagt, oder war das die Lady? O'Hara, Sir. Pardon, ich... Uff. Ja, verstehe. Nun, Sie sagen, Ihre Familie ist bereits eingereist hier, ja? Das ist richtig, Sir. Welche Intention führt Sie in das Land oder nach Saint-Denis, wenn ich fragen darf? Eine neue Bleibe suchen. Eine sichere, wissen Sie, wir hatten eine Farm in Carolina. Und... Naja, Nachbarschaftsstreitigkeiten, diese O'Briens, ich sage es Ihnen, haben uns bei den ansässigen Natives sehr, sehr schlecht gemacht, Sir. Keine gottesfürchtigen Leute, nein. Sie hatten Probleme mit Rothäuten, da wo Sie herkommen. Ja, also, die Rothäute hatten Probleme letztlich mit uns, wie Sie es gerade zu sagen pflegten, Sir. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das die O'Briens waren, die... Naja, deswegen musste ich auch eine spätere Fähre nehmen, ein späteres Boot, Sir. Sie wollen mir sagen, Ihre Nachbarn haben gemeinsame Sache mit den Wilden gemacht, um sie loszuwerden. Nur eine Vermutung, Sir. Ich will keine üble... Kommen Sie ruhig mit. Keine üble Nachrede machen, aber... Aber? Nun ja. Warum haben Sie die Wilden nicht einfach über den Haufen geballert, wie es sich gehört, Mister? Oder war das noch eine dieser Gegenden, wo... Naja, man abends nicht rausgehen kann. Pardon, also in der Bibel steht, du sollst nicht töten und die Bibel ist uns heilig. So ja, ist. Aber gilt das nicht nur für die Menschen, die auch an die Bibel glauben? Ich habe gehört, die Rothäute, die glauben an gar nichts. Ja, sie glauben jedenfalls daran, dass es anscheinend lustig ist, anderen Leuten die Zunge rauszuschneiden. Und ja, ich hoffe, Sie haben hier mehr Glück. Zumindest in der Gegend von Saint-Denis sind die schon lange ausgerottet. Aber kommen Sie, das Beiboot ist da. Lassen Sie uns rübergehen. Herr Kapitän? Ja, bitte. Dann kriegen wir ganz kurz auf ein Wort, vielleicht? Natürlich. Bitte gehen Sie schon einmal um das Boot herum. Wir werden Sie gleich einholen, ja. Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Gerne. Wenn ich ein bisschen fest zudrücke, dann nehmen Sie es mit einem Lächeln.
Natürlich, glauben Sie mir, ich fühle mich auch ein wenig. Bitte. Bin ehrlich, mir klopft das Herz bis zum Hals. Aber wie kommen wir denn hier auf ein Beiboot? Oh Gott, ich hoffe, wir müssen nicht wieder hinein. Ich glaube, wir müssen wieder hinein. Es ist so. Oh, hier. Folgen Sie mir. Gerne, gerne. Na, ich werde nochmal den Kapitän fragen. Ach, da kommt er ja direkt. Ja, stimmt. Oh, hallo, alle zusammen. Hier richtig. Ja, gleich da vorne. Ja, folgen ja, Sie ihm, Senko. Aber, Ma'am, wenn ich Sie noch mal ganz kurz zur Seite bitten darf. Ja, kommen Sie mit. Ich hätte noch zwei, drei Fragen, bevor Sie abgehen. Sie sind, Miss... Ingeborg Sonnenburg. Oh, ein schöner Name, Ma'am. Ja, oh, ich weiß gar nicht, hier lang oder andersrum lang. Na, Sie werden den Weg schon finden. Ich verlaufe mich hier auf diesem Schiff auch. Geht hier drunter und drüber. Nee, dann in die andere Richtung oder hier raus. Bin direkt hinter Ihnen, Ma'am. Nein. Gehen wir in Schatten. Oh, ist das hell. Ah, Ma'am, ja, wenn Sie mich fragen, ich glaube ja, wenn Gott gewollt hätte, dass wir über das Wasser reisen, hätte er uns andere Füße gegeben, nicht? Ja. So, ich denke, Sie können schon mal hier auf das Boot rüberhüpfen. Dann werde ich das tun, nicht? Ma'am, Ma'am? Ja. Vielleicht könnten Sie. Schubsen? Ja. Oh. Oh, sehr kräftig, Ma'am. Danke. Ja, gut. Wo sind denn die anderen? Sind die schon. Wo sind denn die anderen abgeblieben, die ich vorhin. Wurden die schon einmal abgeholt? Haben Sie noch irgendwo andere Leute gesehen? Ich hatte leider keinen Blick dafür, Ma'am. Bedauere. In Ordnung. Danke Ihnen. Der Kapitän kommt sicher gleich. Kommen Sie mit, Ma'am? Nein, ich habe mir überlegt, ich bleibe hier auf diesem Schiff und fahre mit dem Kapitän mit. Ach so. Aber bis Weihnachten sind wir zurück. Oh, ja, eine gute Zeit, Ma'am. Weihnachten, ja. Hm? Ich danke Ihnen. Ja, sehr gerne. Sie ist nicht bequem. Ja. Versuche es. Uiuiui. Ist ja wirklich sehr klein, das Boot. Sind der Kapitän noch. Von dem kleinen Boot, richtig? Verzeihung, das möchte nicht aufdringlich sein, aber ich betrete dann jetzt einfach das Boot, ja? Ja. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie vielleicht dann da reingehen in diese kleine Kabine. Das sieht sehr sicher aus. Ich war mir nicht sicher, ob es erlaubt ist, aber. Ich das mal tun. Das ist aber.
gleich ein paar Jobs. Ein sehr ambitionierter Mann mit Ingeborg, nicht wahr? Nur aufpassen, dass sie sich nicht noch mehr erkältet. Schön, ein Gesicht zu sehen. Mir geht es hier gut, danke. Geht es Ihnen wirklich gut? Ist Ihnen übel? Ich freue mich. Ich denke, ich werde mich einfach nur freuen, diesen Boden unter den Füßen zu haben. Ne? Glaube ich gerne. Das Boot ist ein wenig klein, nicht? Mhm. Hört sich meine Stimme wirklich so kratzig an? Ist mir nicht aufgefallen, mehr. Das wundert mich tatsächlich auch, aber gut, gut. Ich bin so furchtbar nervös. Ich hoffe, mein Onkel ist wirklich da. Vertrauen Sie auf Gott, Ma'am. Das tue ich immer. Der Herrgott ist mein Hirte. Und wer an ihn glaubt, dem wird es an nichts mangeln. Ich mache mir nur wegen diesen wilden wirklich Gedanken. Wilden, also, Ma'am. Ja, diese Indianer. Haben Sie nicht gehört, der Kapitän? Können Sie im Boot ein bisschen leiser sein? Entschuldigung. Verzeihung, Miss Ingeborg. Wir wollten Ihr Gehör nicht. Nein, nicht da oben, in dem Boot. In dem Boot. Weißt du? Also, in dem verdammt, Beiboot. Auf dem Beiboot reißen Sie sich zusammen, ja. Ich bin doch gar nicht so laut. Ich war das wohl. Gut. Ich war das wohl. Ich höre. Sie schaffen das schon. Ich glaube an Sie. Ich danke Ihnen, Ma'am. Sie sind zu gütig. Ich muss es schaffen, nicht wahr? Ja. Ja. Und Sie werden sich so richtig freuen, wenn Sie Ihre Kinder treffen. Dann glaube ich fest. Bisher schauen Sie mich an. Ich bin gerade mal vielleicht 20. Habe so eine weite Reise an. Ich 20, finde nur, Ma'am? Das ist wirklich... Ja. Naja, da sind sie noch. Pardon, da sind sie noch nicht verheiratet? Vielleicht bin ich auch geflüchtet vor einer Ehe, die ich nicht wollte. Die Ehe ist heilig. Ja, aber wenn das ein 50 Jahre alter, fetter, stinkender Herr ist, den man nicht leiden kann. Was sagt denn Ihre Familie dazu, Ma'am? Sie ist nicht so unbedingt begeistert, sagen wir so. Aber das ist ja auch reden wir nicht drüber. Ich fühle mich noch nicht bereit zu heiraten, sagen wir so. Ja, also ich möchte ja nicht sagen, wenn ich das sage, aber mit 20 Jahren, also die Uhr tickt, sagen wir Ihnen. Ganz ehrlich, meine Mutter hat auch mit 22 geheiratet und sie hat 10 Kinder bekommen. Verzeihung, ich wollte Ihnen natürlich nicht zu nahe treten. Ich rede manchmal ein wenig vor mich hin und weiß dann gar nicht, was ich so sage, Ma'am. Es ist in Ordnung. Aber wirklich, ich ziehe erstmal meinen Mantel aus. Es ist hier ganz schön warm. Wirklich. Darf ich Ihnen helfen, Ma'am? Sehr gerne. Ach, schon besser. Hallo. Packen wir das einfach in die Tasche. Sir? Ach, besser. Sie ist nicht auch sehr warm, Sir. Ziehen Sie sich doch den Mantel aus. Natürlich. Mit wem hat man die Ehre? Ich heiße Jeffrey. Jeffrey, freut mich. Ja, ich bin Mia.
Schön, Sie kennenzulernen. Mia. Wiedersehen, machen Sie es gut. Oh Gott. Oh, oh. Wir fahren. Oh Gott. Ja. Jeffrey, ich sage Ihnen, wenn Gott gewollt hätte, dass wir so reisen, dann hätte er uns andere Füße gegeben. Meine Meinung. Tief durchatmen, wir sind gleich da. Verzeihung, ich wollte nicht Ihr schönes Schiff verunglimpfen. Der Herr meint es nicht so, er ist ein wenig seekrank. Er ist schon so grün gekleidet, ich weiß nicht, was es mit der Farbe grün auf sich hat, aber wenn Sie hier wenn auch nur einen Tropfen Körperflüssigkeit verlieren, dann putzen Sie den ganzen Tag das Boot, ja? Und Zitronensaft, Sir? Darf ich fragen, was Sie da trinken? Das ist mein Whisky, das ist dieser irische Whisky aus dem Pub von Saint-Denis. Irischer Whisky. Gute Wahl. Naja, unsere Landsmeine machen halt wirklich den besten Whisky. Also gegen einen Schluck hätte ich aktuell auch nichts einzuwenden, Sir. Das ist mein Eindruck, brauche ich das denn? Also gestern Abend war schon hart genug, irgendwie muss ich schon Tag überstehen. Möchten Sie darüber sprechen, Sir? Waren Sie nicht auf der Feier auf dem Boot? Auf dem Schiff? Ja. Nein, ich hatte mich an der Reling zurückgezogen. So. Das ist okay. Ja, da haben Sie mit Sicherheit gehört, wie laut das war. Dann können Sie sich den Rest ja vorstellen. Ja, also ich. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber der heutige Tag ist dafür umso anstrengender. Ja. Mister, eine Frage. Haben Sie für uns vielleicht eine. Wir sind ja neu in Saint-Denis. Wo wir am besten als erstes hingehen, außer in den Pub? Gute Frage. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Ich würde meine Kinder suchen, Sir, und meinen Bruder. Wo müsste ich da am besten hin? Ja, vielleicht fragen Sie das dann, das. Ich weiß nicht, müssen Sie sich mal rumfragen. Ja, danke, Sir. Aber ich glaube, Sie werden auch gleich nochmal hier an Land anfangen und dann können Sie ihn vielleicht nochmal fragen. Und dann kann ich jemanden fragen, sehr gut. Ja. Ich weiß, Ja, Land in Sicht. Ja, willkommen in Sonne. Ja, steht, aber gut. Ja, sieht stabil aus. Natürlich. Sieht stabil aus. Land in Sicht. Kommen Sie rausgelaufen. Einfach nur durch die Tür, durch die geht von alleine auf. Ah. Bitteschön. Da vorne wartet mit Sicherheit einer auf Sie. Warum packt er? Mit dem Sie sich dann. Er ist froh, an Land zu sein, Ma'am. Ich glaube es auch. Vielen Dank, Herr Kapitän. Gehen, machen Sie es gut. Dann kommen Sie. Ich glaube, wir gehen mal zu dem Herren. Sir, Verzeihung. Sir, Verzeihung. Geht es Ihnen gut? Ja, mir geht's bestens. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Gott, oh Gott. Tief durchatmen. Machen Sie die Hände mal hoch. Ja, gut, nochmal. Oh Gott. Haben Sie was zu trinken? Sie mal einen ja, das ist eine prächtige Idee. Alles. Haben Sie sich. Mir hat jemand einen faulen Zahn ausgeschlagen. Oh. Das tut noch weh beim Trinken. Das kenn ich so. Das ist das Alter, das wird nie besser. Das sind die guten Kneipenschlägereien. Ja. Guten Tag und willkommen in Saint-Denis. Ach, Sie sind das Begrüßungskomitee, Sir? Ja. Vielen Dank. Ich schleiche mal kurz vorbei. Der ist gar nicht da, sehen Sie ihn doch nicht so an. Hallo, Sir! Gucken Sie mich an! Er schleicht nur kurz vorbei. Er ist gar nicht da. Er hat gesagt, er schleicht vorbei, also ist er nicht da. Okay, natürlich. Natürlich. Interessant. Mit wem habe ich das Vergnügen? Na, zuerst die Dame, nicht wahr? Selbstverständlich zuerst die Dame. Hallo. Wo kommen Sie denn her, Sir? Ja, haben Sie sich angeschlichen? Ja, natürlich. Mia O'Neill.
Und ja, mit dem Hut kommen Sie gerne mit. Hier, großes und nie. Großes ja. N-E-I-L. Ich wollte Ihren Namen jetzt nicht aufschreiben. Sie haben ein Buch in der Hand. Ich schaue nach, ob ich Ihren Namen auf der Liste habe, der Passagiere. Es könnte ja sein, dass Sie sich im Wasser an das Boot drangehangen haben. Meinen Sie nicht auch? Nein. Wird mir schwer, mir das vorzustellen, Sir. Sehen Sie, und ich gehe nur sicher, dass das nicht passiert. Wie ist Ihr Name, Sir? O'Hara. Michael O'Hara. O'Hara. Schreibt ihr das auch mit einem großen O und einem großen N? Ein N kann ich mich nicht erinnern in meinem Namen, Sir. Gut, ja, stimmt. Ja, das mit einem H, selbstverständlich denken Sie, ich bin doof. Überhaupt nicht, Sir. Perfekt. Verzeihen Sie, ich bin ein bisschen angeschlagen von der Reise. Angeschlagen? War diese Reise nicht ein reines Vergnügen? Sir, wenn ich das so sagen darf, ich bin immer noch und jetzt noch mehr als zuvor besten Überzeugung, wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch auf diese Art reist, hätte er uns anderes Fußwerk gegeben. Meinen Sie? Sie meinen Haare an den Füßen oder was? Bin überzeugt. Naja, irgendwas wie die Fische oder so ähnlich, nicht wahr? Okay. Denken Sie nicht auch, Sir? Möglich, ja. Ich reise nicht sehr viel. Ich liebe diese wunderschöne Stadt, Sir, und die ist ein wirklicher Augenschmaus. Waren Sie schon mal hier? Nein, aber meine Kinder sind wohl hier. Kalifornien, Sir. Kinder? Ja, vielleicht, Sir, wenn ich fragen darf. Mit dieser Dame? Nein. Haben Sie keine Kinder mehr? Bedauerlicherweise nicht, wenn ich das sagen darf. Sie wissen das schon. Oh, preise den Herrn, wir haben einen Vater gefunden. Ma'am, Sie brauchen noch nicht rot. Was wollten Sie? Ja, bitte? Ich bin noch nicht verheiratet. Das kann man ändern, das ist kein Problem. Mit 20 Jahren, Sir. Ich bin dein Kapitän, wir können umgehend heiraten. Sir, Verzeihung, wenn ich Ihre Freude unterbreche, aber es ist eine wichtige Frage. Okay, stellen Sie Ihre wichtige Frage hier. Danke. Den Namen O'Hara sagt er Ihnen vielleicht etwas. Ein junger Mann, blaues Hemd, abstehende Ohren. Er redet ein bisschen viel. Sean, sein Name? Oder Shanna? Der kleine Nervbolzen. Nee, das ist mein Sohn. Mit einem ziemlich gut gebauten Herrn mit einer Glatze dabei? Mein Bruder Raymond, ja. Raymond, naja, ich sage, er war ein Lichtblick. Ich hatte sie erst vor wenigen Tagen hier. Er war ein Lichtblick, auch Raymond, ja. Ja, Gott hat ihm sein Ale-Glas nur zur Hälfte eingeschenkt, sag ich mal so. Aber er ist eine treue Seele und ich würde ihn zu gern wiederfinden. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo ich diese Leute finden könnte, oder? Ja, der Kleine ist mir zu sehr auf die Nerven gegangen. Ich habe sie ja die Fische verfüttert. Was? Sie scherzen. Der hat einfach nicht den Mund gehalten. Er babbelte und babbelte. Sie sind, und das könnte ich noch lange weiterführen. Sie sind sehr lustig. Aber jetzt nochmal, wie sagt man nochmal? Gott bewahre, ich bin noch kein Scheusal. Natürlich nicht. Den Kleinen hatte ich in der Zelle, ja. Den habe ich in die Zelle eingesperrt, weil er einfach seinen Mund wirklich nicht gehalten hat. Ich gebe ihm auch regelmäßig mit Brudergürtel. Mit Brudergürtel? Ja. Wie sieht das aus? Nennen wir ihn scherzhaft. Naja, ich musste ihn leider in Kalifornien zurücklassen, meinen Gürtel, aber werde mir bald einen besorgen. Ich hätte das gerne mal gesehen. Naja, vielleicht, wenn Sie mir Ihren Gürtel ein und sich einmal die Hose runterziehen. Ach nein, Verzeihung. Kein Problem, kommen Sie mit. Ich gehe nur kurz. Nein, Sir, Verzeihung. Ich wollte das nur so realistisch wie möglich zeigen. Ich wollte Ihnen nur die Freude machen. Bleiben Sie doch bei mir. Sehr gerne. Gut. Ich glaube, Sie haben Ihre Frau verloren. Nein, das ist nicht meine Frau. Sie, so. Glauben Sie mir, Sie sind zu Anfang 20 noch nicht verheiratet. Okay. Gut. Wo kommen Sie denn her? Warum sind Sie nicht mit Ihrer Gruppe gereist? Naja, Kalifornien, bitte noch. Dinge zu erledigen, wir hatten eine Farm, Sir, und diese Nachbarn, die Grinds, naja. Ich hörte davon. Wirklich? Ein Sauhaufen, sagten die anderen, ja. Also ich möchte ja nicht, der Herr sagt, rede nicht schlecht über deinen Nächsten, aber... Aber er sagt auch genauso, dass man sie alle züchtigen sollte, wenn sie nicht hören. Nur leider hatten sie die Unterstützung der ansässigen Natives und
Dann mussten wir unserem Familienmotto folgen und, naja, sie wissen ja. Und haben die alle abgeschlachtet, ja? Nein, nein, nein. Das Familienmotto lautet, wird die Luft zu dick, ist es auch woanders Schicksal. Gut. Ja, dann, sie werden sie bestimmt in der Stadt finden, ja. Ich danke Ihnen. Ich werde gleich beim Gefängnis gucken, Ihren Rat folgend. Bestimmt machen Sie dort. Das bestimmt. Vielleicht doch. Der Galgen ist auf der anderen Seite der Stadt. Vielleicht finden ja, Sie noch da, bitte je nachdem, was? Falls er nicht aufgehört hat zu babbeln. Naja, das ist was. Ich will es nicht aufhören, aber vielleicht soll er ja die Seile durchkauen. Okay. Dann werde ich gleich aufbrechen. Glauben Sie, wir sind so barbarisch und. Nein, 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 nein. Also, um Gottes nein. Willen, Verzeihung, aber ich kenne meinen Sohn, Sie ja auch, und ich mache mir langsam. Naja, durch Ihr Reden wird meine Sorge nicht geringer, Sir. Bestellen Sie im Leben Gruß von mir, wenn Sie ihn treffen. Falls und er noch Sie lebt, Sir. Falls er noch lebt. Würden Sie für in meinem Auftrag ihm eine Vaterstelle verpassen? Naja, ich werde mal. Versprechen Sie mir das? Sir, ich kann nichts versprechen, was ich nicht wenn auch wirklich ihn, einhalten kann. Ihren Sohn zu züchtigen? Ich werde natürlich, aber Sir, das ist ja wohl dann noch meine Aufgabe. Und wenn er sich daneben benommen hat, der gute Sean, dann. Das ja, hat er. Das dann hat kann er. Ich Ihnen versprechen, dann. Ja, dann werde ich ihm heimleuchten. Nicht? Gut, dann leuchten Sie ihm damit heim. Bitte gehen Sie gerne in das Gebäude da vorne. In der ersten Etage finden Sie einen Herrn, einen Mitarbeiter, der wird Ihnen Papiere ausstellen oder Ihre aktuellen Umschreiben, ja? Ich danke Ihnen, Sir. Auf der anderen Seite kommen Sie dann raus. Ja, bestellen Sie ihm schöne Grüße von Mr. Mansfield. Ja. Ich wünsche Ihnen, dass Sie bald einen Mann finden und heiraten. Aber vielleicht einen hübscheren als ihn. Komme mit der Steuerung nicht klar. Ja. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich Zeit habe, mich die Steuerung groß anzugucken. Ich gehe gleich raus. Entschuldigung. Guten Tag, Sir. Verzeihung. Ich wurde von diesem eigenartigen Kapitän dort draußen hochgeschickt. Darf ich eintreten, Sir? Verzeihung, Sir. Können Sie mich hören? Bin ich hier vielleicht falsch? Sir? Hallo? Verzeihung, Sir. Ach so.
Ja, das Problem hatten wir auch eine Weile lang. Wir sind alle da gestanden wie die Idioten. Du trägst die Meter ohne Meter ein und ohne Komma. Also ohne Einheiten. Und ohne Komma und die Kilogramm ohne Kilogramm. Das ist also keine Einheiten dahinter schreiben, nur Zahlen. Heute, was ist das, meine Güte?
nicht. Verzeihung, Sir. Ja, schönen guten Tag. Ja, nehmen Sie drinnen Platz, wir sind 2 Minuten für Sie da. Achso, sind Sie die Besitzer? Naja, wir arbeiten hier. Achso. Ja, dann sehr gerne, danke. Entschuldigen Sie. Ja, Mister, ich verstehe. Wenn ich Sie das so frech anspreche, O'Hara, mein Name. Einen wunderschönen guten Tag, Mr. O'Hara. Sie sind die Ihre, Mr. O'Hara, stimmt das? Natürlich, wie haben Sie das erkannt? Verdammt, ich weiß es nicht. Aufgrund des Namens. Ach so, vielleicht. Ja, natürlich. Vermutlich. Ich bin gerade angekommen und ich suche eventuell meine Familie. Sie hat das letzte Boot bereits genommen und... hier wissen Sie, wo man eventuell am besten Personen suchen kann. Wie heißt denn Ihre Familie? O'Hara, Sir. Sind Sie denn auch mit dem Schiff gekommen? Ja, gerade eben. Oh. Danke. Gerade eben und nun ja. Mein Sohn Sean. Raymond unübersehbar. Sean, blaues Hemd, abstehende Ohren. Redet sehr viel. Ja. Wäre Ihnen aufgefallen, auf jeden Fall. Ja. Und sonst noch jemand? Also Sean? Und? Shanna. Aber die. Und Raymond. Raymond. Kann das sein, dass Sie schon länger hier sind? Dass Sie vielleicht ein Schiff früher geschafft haben? Natürlich. Schon seit einer Woche ungefähr sind Sie hier. Ich hatte noch. Das ist die Dame mit dem gelben Rock. Ach, das klingt aber sagen Sie mir. Ist das Ihre Tochter? Ja. Warum haben Sie ihr verboten, Menschen mit dem Namen Lilith zu mögen? Ja, ich weiß nicht, ob Sie die Bibel kennen, Ma'am, aber Lilith ist kein sehr, sehr passender Name. Ich weiß, es ist die erste Frau von Adam. Naja, welche gleichberechtigt sein wollte. Reden wir nicht mehr darüber, Ma'am, reden wir aber nicht mehr darüber. Aber eigentlich ging es mir nur darum, ich kann doch nichts dafür, dass mein Name so ist. Man hat mir den gegeben. Lilith, das reicht. Oh, ja. Ma'am, ich... Versuchen Sie es einfach an der Bank. Dort treffen sich viele Leute. Ja, also grundsätzlich, wenn Sie jetzt hier einige Runden in den Straßen auf und ab gehen, Mr. O'Hara, werden Sie definitiv auf die Leute treffen. Aber hier, dieser Salon ist grundsätzlich ein Iren Pub, soweit ich das weiß. Und deswegen hat er mich auch magisch angezogen. Ja, wir das finden uns immer nicht, wahr? Absolut, absolut. Ja, jeder Ire findet zum Alkohol. Das ist ja das altbekannte Sprichwort, ne? Ja, sagen Sie, Ale ist der Beweis, dass Gott uns glücklich sehen will, Sir. Nun ja, ich mag lieber Rum, aber nun ja, ich Alkohol, verstehe Sie, Mister. Alkohol. Wir leben von demselben. Das stimmt. Wie war Ihr Name? Ja, Taylor ist mein Name. Sir Taylor, Mr. Taylor, ich grüße Sie. Ja, freut mich, Mister. Wie gesagt, also wir haben... ich habe die Dame erst einmal getroffen, das war vor einiger Zeit in der Bank, aber wo sich die Dame jetzt sonst so herumtreibt, kann ich leider nicht sagen. Aber grundsätzlich, wenn Sie hier unterwegs sind, laufen Ihnen alle Bewohner von Saint-Denis. Die sitzen nämlich nicht zu Hause an den Drehenträumchen, die laufen Ihnen definitiv auf der Straße über den Weg. Ja, apropos Däumchen drehen, ich bin noch etwas angeschlagen von der Reise. Gott gewollt hätte, dass wir auf dem Schiff reisen, er hätte uns anderes Fußwerk gegeben, Sir. Vielleicht wissen Sie, ob ich hier irgendwo eine Bleibe finde. Ja, absolut, Mister. Wenn Sie die Bank finden, gehen Sie der Hauptstraße Richtung Norden, dort kommen Sie zum General Store und dort ist ein Hotelzimmer, wo Sie gut unterkommen. Ich würde ihm aber eher raten, den Weg nach Rhodes zu nehmen. Weil dort würde ein Zimmer, ich darf ja nicht mehr rechnen. Das stimmt, aber Rhodes zu Fuß ist natürlich noch zu weit. Ne? Deswegen
Ich würde sagen, Rhodes? Ja, das ist eine kleine Städtchen außerhalb von Saint-Denis, Mister. Ach so. Das werden Sie dann alles nach und nach kennenlernen. Aber ich glaube, das Zimmer kostet $1. Aber wissen Sie was? Oh, ich kann's gar nicht. Hast du noch 50 Pence? Ja. Na, dann gebe ich den Herrn meine 46 Pence. Nein, das wäre aber und, nicht. Ja, ich weiß, wie es ist, wenn man ankommt. Ma'am, und vergelt's wenn, Gott, ich danke Ihnen sehr. Bitte sehr. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Und hier meine 50 Pence, dann kommen Sie jetzt gut über die Runden. Mr. Taylor, bedanken Sie sich bei der Dame. Bitte alles, was Sie jetzt bekommen haben, haben Sie von Miss Halbrecht bekommen. Deswegen Halbrecht, die Dame. Lilith, ja. Machen wir einfach so, Lilly. Wir streichen das T. Ja, Lilly finde ich sehr schön. Ja. Lilly gefällt mir. Gut. Na gut, Michael, mein Name. Einen wunderschönen guten Tag, Michael. Wie der Erzengel, nicht? Na, wunderbar. Guten Tag, Sir Michael O'Hara, mein Name. Und gerade frisch von dem Boot, wie man so schön sagt. Und meine Kinder und mein Bruder, haben Sie vielleicht gesehen? Ja, gerne. Nee, wie heißen Sie denn? Ja, Michael O'Hara, mein Sohn Sean. Servus, Sepp. Blaues Hemd, abstehende Ohren, quasselt sehr viel. Er wäre Ihnen aufgefallen, Sir. Hallo, ist wieder anders geworden. Blaues Hemd, abstehende Ohren, was? Er quasselt sehr viel, er redet. Servus, Christi, was? Er hat so ein Wow, das macht einen ganz wahnsinnig. Wenn er das sagt, glauben Sie mir, Sie hätten es wäre Ihnen aufgefallen. Dann wäre da noch Shanna, etwas ruhiger, unauffällig. Ich glaube, gelbes Kleid hat sie das letzte Mal getragen. Und, ja, mein Bruder Raymond, Ray. Naja, er wäre Ihnen sicher auch aufgefallen und im Gedächtnis geblieben. Ich dachte, wenn das hier ein Ehrenpub ist, dann ist sie hier vielleicht verschlagen. Verzeihung, Sir, wie war Ihr Name? Louis. Ja. Naja, ich muss erstmal eine Bleibe suchen und dann die Stadt mal absuchen. Ja, machen Sie das. Haben Sie hier vielleicht Zimmer, Louis? Mir ist nichts bekannt, dass hier was frei wäre. Vielleicht irgendwo im Arbeiterviertel, wenn Sie sich mal umschauen. Gut, ich danke Ihnen, Louis. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Ein schöner Laden, den Sie haben. Ja, vielen Dank. Dann noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Da ist in der Familie schon... Na toll, kein Zimmer. Ab hoch und ausloggen wurde mir empfohlen. Es ist 20:21 Uhr. Oh nö, ich muss los. Ich kann jetzt hier nicht noch in Gang-RP oder so kommen. Ich habe keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Oh, diese Gasse sieht aber verlockend aus. Ich kann jetzt hier nicht noch in Crime-RP reingehen. Oder korrupte Polizisten, mit denen kann ich mich jetzt nicht rumschlagen. Ich habe doch keine Zeit. Verdammt. Oh, Entschuldigung, Herr. Och nö! Soll das Geld dann in der Bank? Mach ans Telefon. Okay. So, ist alles in Ordnung? Ah, dieser Gaul. Ich gehe lieber zu Fuß. Aua. Soll ich Ihnen helfen? Warten Sie. Ich würde sagen, dann müssen wir nach Rhodes. Ja, Rhodes ist auch keiner. Na dann. Kann dir jemand mal zum Arzt bringen? Ja, wir machen das. Ich muss mein Pferd, glaube ich, erschießen. Ja. Wenn in Rhodes keiner ist und hier keiner ist, die Ärzte sind meistens erst hier vor Ort.
Wenn sie da durchrufen, da geht keiner ran, dann müssen sie. Ja, ich hab jetzt nicht direkt in der Praxis angerufen, weil ich dachte, vielleicht ist er ein WP in Raut. Ich werd mal schauen. Alter. Ja, den Tritt haben sie verdient! Haben nichts gesagt, Sir! Oh. Ja, Mikrotransaktion. Muss mich irgendwo ausloggen. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Steuerung und so, kläre ich noch alles. Mal nochmal sehen, ob das alles passt.